Ahoi, ahoi, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Let's Play Far Cry Primal. Und du, mein Stammesbruder, quatsch mir nicht in die Ansage. So, beim letzten Mal, da haben wir ja ein bisschen Leuchtfeuer erobert, einen Vorposten erobert, was ganz nett war, aber nicht so viel Spaß macht wie das, was heute kommt. Hoffe ich zumindest. Denn wir begeben uns auf Mammutjagd. Wuhu! Yeah, Mammut! Nom nom nom. Dann wollen wir mal Money, das mürrische Mammut jagen. Aber erstmal unsere kleine Rattenkatze füttern. Die ist ein bisschen angeschlagen. Komm, Kleiner. Hallo? Warum kann ich dich nicht füttern? Hallo, ich will dich füttern. Na gut. Dann nicht. Scheint noch ein bisschen buggy zu sein. Zack! Zack! Ins Gesicht. Und ins Gesicht. Ja. Mal locker flockig zwei Kopfschüsse verteilt und so getan, als hätte ich genau gewusst, was ich da tue und wäre Uber-Pro. Ja, die Illusion ist perfekt. Findet ihr nicht auch? Das wollte ich. Und immer ein bisschen Holz plündern. Was töte und ich suche den Träger? Dann wollen wir mal töten und durchsuchen. Zack. Boah, 200 Erfahrung. Mein Gott. Na, was haben wir da? Ein Holzpfeil und Tierhaut. Diverses Zeug. Coole Sache. Dann nehmen wir das noch. Und jetzt begeben wir uns aber zum Mammut. Das war mal ein Elch, der hier im Sumpf eingeschlossen wird. Oha. Oder in Teer, was auch immer das ist. Sieht jedenfalls sehr ölig aus, deswegen glaube ich, dass es eine Art Teergrube ist. Oh. Gott sei Dank habe ich den Kollegen nicht gereizt, denn ich will nur ein Tier jagen. Oh, den scheine ich aber gereizt zu haben. Nein, bleib bei mir. Mach keinen Quatsch. Kleiner Mann. Ja, ich sag noch, mach keinen Quatsch. Kann ich das jetzt schon wieder beleben? Nee. Holen wir erstmal meinen Wolf dazu. So, Moment, dann. Au! Ah! Mach mich nicht fertig, Junge. Boah, da kommt direkt der nächste. Scheiße, scheiße, scheiße. So, mal gucken, ob du auch klettern kannst. Oh, er kann klettern. Wisst ihr was? Zack. Na, heiß. Ja, das zünden wir gleich nochmal an. Ach, dein Kollege brennt auch schon. Sehr schön. Wo bist du? Da hinten? Ja, ich hoffe, ihr werdet jetzt einfach mal ein bisschen anknuspern. Brechen wir kurz das Spannen ab. Schießen wir den einmal wieder an. Wir hoffen, dass er vielleicht zu uns rennt. Ja, das könnte was werden. Schnell wieder rauf auf den Felsen. So. Verdammt, daneben. Ach, gibt's doch nicht. Okay, egal. Dann lassen wir sie mal. So, ein bisschen Pfeile stellen wir mal her. Ja. Noch was? Davon stellen wir nochmal zwei her. Was haben wir hier noch? Ach, eine Falle. Könnte ich eigentlich auch mal nutzen. Aber nicht jetzt. So.
War jetzt eigentlich im Endeffekt ein bisschen Munitionsverschwendung, aber da würde ich nicht hin. Da würde ich zumindest nicht so hin. Nicht auf diesem Wege. Weil gegen drei der Viecher sehe ich, glaube ich, keine Schnitte. Das ist mal meine ganz geringfügig pessimistische Einschätzung. Rutschen wir mal locker flockig hier runter. Ach so, ich das Moment jetzt noch ganz alleine erlegen oder was? So, die große Bestie. So, voilà. Mal wieder ein bisschen Holz auf dem Weg einsammeln. Damit ich auch. Damit mir bloß nicht die Munition ausgeht, das wäre schlecht. Och nö. Hoffentlich lassen die mich jetzt in Ruhe, denn ich will in Ruhe das Mammut. Oh, hier scheint der Bär zu steppen. Sehr gut. Homeboys sind da. Grüß dich. Ahoi. Masalwa sashta, Gorpati. Takar. Mamaf shanti. Usa chashaja. Tusamsam wanmas. Oh, schön. Na, wie nah ist es denn? Oh, da hinten. Zack. Mammut. Hallo? Mammut? Mammut, Mausespatz. Ach, wo ist das denn jetzt? Da sehe ich eine Duftwolke. Und da ist Mammut. Dann haben wir den einmal in den Arsch. Vielleicht kommt er dann. Kommt er? Oh, huhuhu. Habe ich ein bisschen Angst. Scheiße, scheiße. Oh nein! Oh Gott! Rattenkatze, rette mich! Upa. Scheiße! Oh! Oh, fuck! Rettet mich! Ja, er kann! Oh Gott! Warum bin ich der Einzige, der hier unten ist? Verdammt nochmal! Ihr wollt Jäger sein? Scheiße! Ich hab so Schiss! Geh weg, geh weg. Scheiße. Boah, das ist echt hardcore. Alte Scheiße. Ey, da kriegst du aber echt. Ups, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich werfen. Warum werfe ich nicht? Ey, bin ich der Einzige, der hier mal auf das Mammut draufhaut? Also richtig meine ich. Ist ja schwer. Wunderbar. Autsch. So, schnell noch ein paar Speere herstellen.
Haha, besiegt! Dann häuten wir mal den Mammutgerät. Alter! Boah, ohne Witz, ey, da kriegt man echt doch dezent Schiss, wenn man vor so einem riesen Mammut wegrennt. Also so ganz dezent. Jetzt habe ich ein bisschen Puls. Ja, Fallen und Stachelbomben. Ach, warum nicht? Fähigkeit machen wir später. Was machen wir denn jetzt noch Schönes? Wir holen uns doch einfach mal dieses Leuchtfeuer, würde ich sagen. Oder habt ihr da was gegen? Nein? Gut. Alter Schwede, ey. Wie gesagt, da kriegt man dezent Puls. So, Hartholz, Feuerstein. Ich sollte mir mal mehr Wurfsplitter oder so. Also mehr davon benutzen. So, beleben wir meine Rattenkatze wieder. Zack. Holchen, da ist das Leuchtfeuer. Was fehlt mir? Ach, jetzt fehlt mir hier gar nichts mehr. Sehr gut. Dann auf zu neuen Schandtaten. Ach ne, guck an, Wolf. Jungs, bleibt hier. Ich will doch nur euer Bestes, euer Fell. Haha, getroffen. Verdammt, ich hätte den Pfeil mal anzünden sollen, dann hätte ich wenigstens eine Spur zum Verfolgen. Ach, das warst du, der nur geknurrt hat. Okay. Was haben wir da? Ah, ne, schon wieder so ein prähistorisches Nashorn. Da habe ich kein Interesse dran. Nicht, dass ich nicht Interesse daran hätte, es zu erlegen, nur jetzt in diesem Moment einfach nicht. Nur, dass wir uns da richtig verstehen. Oh, seltenes Südahorn. Sagagenhaft. So, dann schnappen wir uns mal dieses Leuchtfeuer der Eitelkeit. Keiner da? Alle weg? Die täglichen Rohstoffe sind verfügbar. Perfekt. Jetzt muss ich nur noch das hier einnehmen, dann kann ich sie auch erbeuten. Kann ich hier... Kann ich. Komm. Zack. Mal hinauf mit uns in luftige Höhen. Sagen, wenigstens sind die Hitboxen hier einigermaßen tolerant. Moment, was hatte ich noch gesagt, wollte ich nutzen? Oh Mann. Zack. 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 Ey. Junge, was ist mit dir? Ey,
Echt jetzt? Dein Scheiß ernst? Autsch. Dein Scheiß ernst? So, schnell Ratten kannst du wieder beleben. Kann man irgendwie das andere Vollidioten hier ausmachen? Katze, stell auf und kämpfe! Haha, weggeklatscht! Dann auf die Leiche draufgehauen im Schwung. So, plündern wir noch mal ein bisschen. Gibt es auch noch jede Menge zu plündern. Und auch du wirst geplündert werden. Du auch. Ach, ihr habt alles so viel Zeugs für mich dabei. Das ist so nett von euch. Nachdem ihr gerade so scheiße zu mir wart, dachte ich schon, ihr mögt mich nicht. Und jetzt schenkt ihr mir all diese Sachen. Wahnsinn, oder? So, dann wollen wir mal ein Feuer entfachen. Sonnentochter-Leuchtfeuer erobert. 900 XP und Venger-Bevölkerung erhöht. Das ist fun-fucking-tastisch. Was ist hier? Oh, ein unbekannter Ort. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Da würde ich fast sagen, versuchen wir uns doch nochmal an diesem einen Außenposten, der mich einmal zur Verzweiflung gebracht hat. Oder was heißt zur Verzweiflung? Ich habe es einfach verkackt. Also geben wir dem Kind einfach mal einen Namen. Und dann hoffe ich, dass ich es diesmal nicht wieder verkacken werde. Okay, diesmal schaue ich tagsüber rein. Soll mir egal sein. Gehen wir einmal kurz zur Beute. Wuhu, Hartholz. Und plündern wir hier nochmal ein bisschen, was so im Lager ist. Zack, zack, zack. Und was haben wir hier noch? Ein Südstein. So, wo haben wir den Außenposten? Einmal kurz markiert. Da hinten. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich wieder entweder die Hörner zerstöre. Das geht ja, glaube ich, auch. Ich weiß aber nicht, ob ich das aus der Distanz machen kann. Ah! Ach du Scheiße! Du Scheiße! Kommt da einfach so eine Krokotasche? Ja, immerhin. Jetzt habe ich auch mal Krokodilshaut. Und ein paar Krokodilstränen. Die Tasche für diesen Gegenstand ist bereits voll. Ja, schön! Habe ich was verpasst? Habe ich vielleicht schon hunderte Krokodile umgebracht und nennt man mich eigentlich schon den Krokoschlechter? Ohne dass ich es mitbekommen habe? Der Krokoschlechter von Mexiko. Einmal Leiter und einmal froh. So, diesmal versuchen wir es ein bisschen leise. Bist du? Ah, okay, du bläst ins Horn. Und du bist eine Pissflitsche. Okay, haben wir noch?
Haben wir noch mehr, die ins Horn blasen? Also ihn können wir jetzt gleich ziemlich gut erwischen, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass hier vielleicht noch ein weiterer lauert. Hinten? Okay. Opa, Moment. Den will ich jetzt auf keinen Fall zu früh aufmerksam machen. Zack, erwischt. Okay, noch hat mich keiner gesehen, das finde ich schon mal gut. Oh. Huhuhu, ich habe gewusst, da ist noch einer. Komm raus. Ha, erwischt. Dich haben wir erwischt. Und dich jetzt auch. Nein. Das lässt du schön bleiben. So, ich glaube, diesmal könnte es was werden. Zack, ins Gesicht gedrückt. Wunderbar. Schönes Ding. Mehr Außenposten. Heißer Fluss Außenposten. Du erhältst 500 Erfahrung, kein Alarm ausgelöst, plus 300 Erfahrung und die Venger-Bevölkerung erhöht. Wuhu! Wisst ihr, was jetzt ansteht? Plündern! Herzlich willkommen bei Taka, einfach brandschatzen. Jo, was haben wir noch? Dich haben wir noch. Ja, hier ein bisschen Zwiebel mit. Feinster Hackepeter. Okay, Lulliblatt haben wir genug. Dann plündern wir weiter. Und dann plündern wir ihn. Und dann plündern wir noch sie. Zack. Pfeile hergestellt. Ansonsten habe ich, glaube ich, noch... Ah, Fallen könnte ich noch gebrauchen. Die Sachen. So, dann haben wir auch diesen Außenposten für uns. Eingenommen, weggesnackt. Ich guck mal kurz, was so die Beute macht. Schiefer. Und Schilf. Und Nordzeder. Fantastisch. Leider keine Felle. Mann, ihr seid alle so geizig mit euren Fellen. Was ist denn da los? Aber gut, ich denke, das bietet sich jetzt ganz gut an, einen Cut zu machen. Von daher würde ich mir einfach mal sagen... Halt! Nein, noch nicht. Ha! Überraschung! Ich mache erst noch den Fähigkeitspunkt. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Dum, da, da, dum, dum, dum. Ich benutze meine Eule irgendwie so gar nicht, ist mir mal aufgefallen. Warum eigentlich? Muss ich mal ändern. Ja, komm, machen wir bei einer Rücke schneller bewegen. Zack. So, jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wäre super, wenn ihr mir ein Abo da lasst, dann verpasst ihr keine Folge. Schreibt mir was in die Comments. Ich will natürlich wissen, ob es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann müsst ihr mir das sagen. Sonst weiß ich das nicht und sonst mache ich die ganze Zeit diesen Mist so weiter. Ja, wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Und bis dahin. Tschüssikowski.